meine lieben Sherlock Holmes-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt, ne, hier im Neville's, ne, Badeanstalt, ne. Gucken wir mal ganz kurz hier, eine schöne Pfeife. Wir quatschen aber erst mal mit dem guten Watson. Wir hatten ja mit dem Knaben hier letztens so ein bisschen, mit dem Bademeister, ne, Bademeister, ein bisschen gequatscht und der scheint auf jeden Fall Ärger zu bedeuten. Deswegen würde ich sagen, wir quatschen jetzt erstmal mit dem Watson. Können Sie sich vorstellen, dass Pratt in so einem Schuppen vor sich hin vegetiert? Ohne Schwierigkeiten. In Anbetracht seines Wohnstils würde ihm das hier völlig zusagen. Vielleicht ein bisschen zahm, aber passend. Naja, Pratt war ja der mit dem super kunterbunten Gebilde, ne? Der Rundbogen mit dem, der schönen Kettengardine, ne? Ja, wird schon passen. Also bin ich, muss ich Watson recht geben, ne? Ich rate Ihnen dringend, Watson, nichts anzufassen hier. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, Holmes, aber hier ist sie unnötig. Was Bäder anbelangt, ist das hier noch relativ sauber. Was Flüsse anbelangt, ist die Themse sauberer als der Ganges. Aber schwimmen würde ich in keinem von beiden, verstanden? Verstanden. Vielleicht war sauber auch nicht das richtige Wort. Naja, dann sei ein wenig sorgsamer mit deiner Wortwahl, Mr. Watson. Aber John Watson darf das. Das ist, ne... Ich möchte die Badestuben besuchen, Watson, mit oder ohne Russells Einwilligung. Darf ich helfen? Er sieht nach einer ziemlich harten Nummer aus. Gewalt ist überflüssig, wenn subtilere Druckmittel genügen. Ich werde meine Nase als Garantiefall zurückgeben, wenn die hygienischen Gegebenheiten in diesem Bad ohne Beanstandung sind. Es sollte nicht allzu lange dauern, meinen Verdacht zu bestätigen. Okay. Was ist das? Guck, ich guck uns mal die Shisha an. Ja, ein bisschen hier Wasserpfeife qualmen, ne? Eine traditionelle türkische Wasserpfeife steht den Badegästen als Entspannungshilfe zur Verfügung. Da der Rauch durch parfümiertes Wasser geleitet wird, ist er abgekühlt und von einigen seiner schädlichen Substanzen befreit. Rauchen ist scheiße, liebe Leute. Können wir da mal dran? Rieche. Wir lassen Holmes mal schnuppern. Der ist ja Tabakexperte, wie wir wissen, ne? Der Junge ist da schöne Kringel am Pusten. Ja, kommt da ganz gemächlich und genüsslich. Und? Man darf hoffen, dass Neville sich um die anderen Komfortangebote besser kümmert, als um seinen Tabak. Von dieser schlechten nordafrikanischen Mischung kann man bei jedem Tabakhändler in Piccadilly ein ganzes Pfund für einen Schilling erstehen. Ja, mal sonst noch was machen? Schau, wir haben sogar nicht geschaut. Hallo, hier, da mal. Achso, das hatten wir doch schon. Hier, Badegäste, komm, quatsch mal einen von diesen Typen an hier. So, na ja, Jungs, seid ihr schön am Abpuffen hier? Was geht hier? Kennt einer der Gentlemen vielleicht einen gewissen Mr. Thomas Pratt? Glaube nicht, dass ich das Vergnügen hatte. Du vielleicht, Dickie? Nein, ich bin ganz sicher. Also Spratt, von dem habe ich gehört. Komische Essmanieren, soweit ich mich erinnere. Aber Pratt? Nein. Ist der ein netter Kerl? Ein echter Neville-Man und so weiter? Blöd, Mann. Vielleicht hat ihm die Hitze das Gehirn geschmolzen. Wahrscheinlich ist er einfach nur dumm. Wenn diese Trottel repräsentativ sind für die neue Generation von Staatsdienern, Watson, dann ist unser Land in Schwierigkeiten. Entschuldigung, liebe Leute, da konnte ich mich gerade nicht halten. Blöd, Mann. Dumm. Jungs, ihr müsst ein bisschen, ne, das sind eure Mitbürger, das sind nun mal Nevilles Besucher. Können wir sonst was quatschen hier? Das ist wahrscheinlich Dicky, der ist hier schwer was am Abpaffen, ne? Jo, hier. Erinnern Sie sich an irgendwas über Mr. Thomas Pratt oder seine Partner? Nein, aber eigentlich sollten wir wohl. Hier war vorhin schon so ein Kerl drin und hat nach ihm gefragt. Scheint ja sehr beliebt zu sein, Dicky. Wie kommt's denn, dass wir ihn nicht kennen? Boah, der große Füße, fällt mir jetzt das auf, was ist das für Riesenfüße, der Typ, ey. Sonst noch was? Dicky, was ist denn mit dir hier, ne? Alter, wir müssen aufhören so paffen, hier müssen wir uns mit Quatsch. Hallo, wo gehst denn du jetzt hin? Sherlock, hallo? Sherlock, warum gehst du da einmal ganz rum? Zwei Badegäste haben sich in den Vorraum zurückgezogen, um neue Kräfte zu sammeln. Starke Hitze zerrt an den Nerven und sie kann selbst für diejenigen gefangen werden, der an ihre Wirkung gewöhnt ist. Ja nun, das ist, pass mal auf hier, Bademeister, ne? Pass mal auf, Bademeister. Will nicht vom Beckrand springen da immer. Mr. Pratt, was? Das geht da aber aufs Ganze. Mr. Pratt wurde tot aufgefunden. Seine Privatsphäre braucht ihren Schutz nicht mehr. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Kann ich nicht sagen. Ist jemand aus Pratts Bekanntenkreis hier? Was ist mit Eldridge Whitney? Kann mich nicht erinnern. Ich bin ja auch nicht in der Erinnerungsbranche. Er ist also nicht in der Erinnerungsbranche. Das hat er schön gesagt, ne?
Was haben wir hier? Mal gucken. Wenn Sie nichts dagegen haben, und sogar wenn doch, werde ich jetzt mit den anderen Kunden reden. Würde ich nicht tun. Es sei denn, Sie wollen mit einer Krankenschwester flirten. Unter normalen Umständen, die dies bestimmt nicht sind, würde ich Ihre Wünsche respektieren. Und nur damit wir uns verstehen, Ihre Drohung ist beleidigend, ungesetzlich und, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen, lächerlich. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht, Mr. Quasselmaul. Na, Krankenschwester, also wenn es nicht die Oberschwester ist, für Schwester Gratzsche war doch eigentlich ziemlich nett. Ist es denn, was das oder kommt da noch was? Heizkörper. Kochendes Wasser zirkuliert durch diese gusseisernen Radiatoren und heizt so den Raum. Das Wasser verdampft, kondensiert, kehrt zurück zum Boiler und wird dort weiter bis zum Verdampfen erhitzt. Die Wärme verteilt sich durch Luftströmung weiter. Also okay, können wir noch was machen? Betrachte, wenn wir Rechtsklick ist elementar, Watson. Elementar. Heiß und feucht. Der ideale Nährboden für Bakterien. Pasteur würde bestimmt gut bezahlen für das eine oder andere Pröbchen. Sein Institut kümmert sich nur um die virulenten und ansteckenden Formen. Und mit denen haben wir es hier nicht zu tun. Vielleicht. Aber Sie werden nicht leugnen, dass es trotzdem abstoßend ist. Ich hab's gesehen, er hat recht, er hat recht. Ich hab auch mein Lupophon, ne? Hier mein Lupophon, ne? Passt. Oh. Die Gentlemen werden sich erkälten. Bitte stellen Sie das Ventil zurück. Das ist ganz schön laut hier auf dem Ohr. Guck mal, was haben wir? Betrachten haben wir. Was ist, betrachten haben wir. Schau, okay. Schau haben wir, glaube ich, schon. Ne? Kochen ist genau. Betrachten haben wir, glaube ich, auch. Ne? Ah, stimmt. Wir müssen nochmal alles absuchen. Liebe Leute, das ist wichtig, elementar. Heiß und. Sein Institut kümmert sich vielleicht. Hatten wir schon. Pardon, ich habe mich verklickt. Was ist mit dem Heizkörper? Ist das das Gleiche? Können wir auch mit, da können wir auch einstellen. Mal gucken, ob der gleich sauer wird. Der Bademeister. Oh, ich glaube, ich sollte. Die Gentlemen werden sich erkälten. Bitte stellen Sie das Ventil zurück. Die sind ja voll am Abqualmen. Die erkälten sich überhaupt nicht immer. Oh, ist das laut. Quietschi, quietschi. So. Watson? Okay. Oh, Theke. Grobe, lose, zusammengelegte Frottierhandtücher und weiße Badelaken. Badelaken. Sind hier säuberlich aufgestapelt. Okay, komm, hier mal ein bisschen rieche. Erstmal riechen. Es ist, Es gibt hier bestimmt schlimmere Gerüche, aber es ist schon sehr abstoßend, Schimmel in den Handtüchern zu entdecken. Ich bin sicher, die Behörde würde das nicht sehr hygienisch finden. Schimmel in den Handtüchern? Oh Gott, ist es. Und das war nur gerochen, jetzt mal benutzen, was passiert denn dann? Komm, Kommentar! Was haben wir hier? Siphon. Die Patrone mit der Kohlensäure ist erst vor kurzem erneuert worden. In achtlosen und ungeschickten Händen neigen diese Geräte zum Explodieren. Sie überraschen selbst erfahrene Benutzer immer wieder mit einer ihre Kapazität. Okay, die können wir da mal schütteln, wenn es ist. Oh, Rechtsklick, liebe Leute, ist wunderbar. Schwippdi schwappdi. Wollen Sie uns umbringen? Diese Dinger können jederzeit explodieren, ganz ohne Grund. Wenn man sie schüttelt, stehen die Chancen noch schlechter. Besser. Watson, was sagst du denn zu dem Bums hier? Versüffte alte Drecks... Kissen. Können wir uns das Kissen mal angucken? Der Ausstatter hielt die zylindrischen Kissen. Kissen wohl für stilvoll und nützlich. Er muss dabei die Konsequenzen davon übersehen haben, dass er sie mit schweren Brokat überzogen hat. Ein Dock an der Themse würde im Winter schneller trocknen als diese Teile, wenn sie erst einmal nass sind. Bewege. Rechtsklick ist elementar, liebe Leute. Vertraut mir. Nur das übliche Quäntchen Gartendreck. Was hat diese Anstalt eigentlich gegen Wasser und Seife anzuwenden? Gartendreck? Gartendreck? Können wir die anderen auch irgendwie? Das Bade, ich will eine Pfeife rauchen. Sie können nicht rauchen. Das ist, Badegäste. Hier, du kleiner Struller, hast noch was zu erzählen? Du echter Nevelmann, du. Hat er nicht.
So, das ist hier der schöne David. Die schlechte, zerbröselte Mamoriatate. Die Mamia ist die Kopie von irgendwas und das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gelesen. So, was ist das hier? Zeichen? War da gerade. Zeichen? Zeichen? Ey, Badewasser, geh weg. Zeichen. Das sind Zeichen, liebe Leute, habe ich noch nie gesehen. Ich spiele das, glaube ich, zum dritten Mal und ich habe das noch nie gesehen. Zeichen. Das ist das Zeichen. Muss ich das mit rechts anklicken? Boah, ist das... ist. Nee. Okay. Pass mal auf, Bademeister. Dein Laden ist ein echtes Drecksloch. So. Ach, schön, wie er sich mal aussieht. Ich bin jetzt bereit, mir die Bäder anzusehen, Russell. Wenn Sie mir bitte assistieren möchten. Ich bin jetzt bereit, mir die Bäder anzusehen, Russell. Nein, sind Sie nicht. Sie haben überhaupt nicht die Absicht, beizutreten. Hören Sie, Nevels verletzt zahlreiche Vorschriften der öffentlichen Gesundheitsverordnung. Schimmel, Milben und gewöhnlicher Dreck sind überall. Lassen Sie uns jetzt durch oder ich zeige die unhygienischen Zustände hier an. Und Sie sind noch vor dem heutigen Abend raus aus dem Geschäft. Sie haben mich überzeugt. Ich versuche ja alles sauber zu halten, aber das ist einfach zu viel Arbeit für einen einzelnen Menschen. Und ich kann einfach keine Aushilfe finden. Ich begleite Sie, aber denken Sie dran, keine Belästigung meiner Kundschaft. Oh, schön hier. Sie können nicht ohne Begleitung rumlaufen, Mister. Der Name ist Holmes, Mr. Russell. Und ich kann nicht nur, sondern ich hab's sogar schon getan. Schön hier. Wie gehen wir plümpsen? Liebe Leute, es ist so wunderbar. Handtuch. Oh, jetzt schrubbt er mal ein bisschen. Hättest du mal vorher machen sollen, du kleiner Prallemann. Sie waren ausgesprochen schweigsam und überhaupt keine Hilfe, Russell. Wissen Sie denn nichts von Pratt? Habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen und jetzt keine Extratouren mehr in meinem Club. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Noch einen Augenblick. Was ist mit Eldridge Whitney? Kommt er ab und zu her? Nein. Club ruft? Ist ein Schimmelruf? Wer will einen Schimmelruf verlieren, Alter? Ist unglaublich. Wer ist in dem Dampfraum? Ich konnte überhaupt nichts sehen. Haben nichts mit Brett zu tun. Kein Grund, sie zu stören. Sollte ich Ihnen das glauben, Russell? Sie haben sich nicht als sehr vertrauenswürdig erwiesen. Dann warten Sie, bis Sie rauskommen. Das Leben ist so kurz, Russell. Ich kann nicht gut warten. Andererseits ist die Hitze da drin unerträglich. Die Hitze ist unerträglich. Nun ja, also. Da drinnen ist es heißer als in der Hose eines Jockeys. Regelmäßiges Schwitzen reinigt den Körper von innen. Das schafft ein Brechdurchfall auch. Ich vermeide beides nach Möglichkeit. Woher weiß Holmes, wie heißt die Hose eines Jockeys? Ich will's gar nicht wissen. Pass mal auf, Russell. Ist Watson, irgendwie schön hier zu Becken... Becken, können da. Die Badebisse können sich von Zeit zu Zeit in diesen belebenden Tauchbädern erfrischen. Die Becken scheinen etwa 1,20 Meter tief zu sein. Das heißt, ersaufen kann man da nur, wenn man gar nicht schwimmen kann. So, mit dem Becken ist das gleiche wahrscheinlich. Können wir hier nochmal mit dem Rechtsklick? Nee, können wir nicht. Was haben wir hier? Boiler. Ein gusseiserner Boiler liefert den Dampf, um die Bäder und Schwitzkästen, oh Gott, zu beheizen. Irgendwo in der Tiefe, in den Tiefen des Gebäudes muss ein Heizer ein unersättliches Feuerloch mit Kohlen füttern. Der arme Heizer. Ah, ein Ventil. Hin und Stuhl. Wir quatschen erstmal mit Watson. Watson, bist du mal auf, Alter, ne? Der macht jetzt gerade ein bisschen sauber hier. So, Juli am Ubangi. Juli am Ubangi kann auch nicht unangenehmer sein als das hier. Viele Leute mögen Hitze, Holmes. Für Lappländer könnte das eine ganz lustige Abwechslung sein, schätze ich. Aber nur Masochisten finden so etwas angenehm. Ist denn jeder, dessen Vorlieben von ihren abweichen, per Definition im Anormal? Der oberste Richter des wahren Denkens und Benehmens zu sein, ist eine schreckliche Bürde, Watson. Eine unglaubliche Verantwortung. Freut mich, dass Ihr Sinn für Humor Sie nicht völlig verlassen hat. Komischer Humor. Ubangi und überhaupt... Hier, Russell, Junge! Hast du noch was zu verkaufen? Das Handtuch. Eines der zahllosen Handtücher des Badehauses ist um den Kopf eines Badegastes geschlungen. Wie ein Turban. Der Stoffhelm verdeckt sein Gesicht. Okay, können wir das irgendwie mal so ein bisschen bewegen? Ich bitte um Verzeihung, Mr. Whitney, Sir. Und was Sie angeht, das langt jetzt.
Verdammte ausländische Tricks! Holen Sie mich aus dem Zeug raus! Bajuchu ist wohl kaum als Trick zu bezeichnen, Mr. Russell. Watson, sorgen Sie dafür, dass Mr. Russell noch ein paar Runden dreht. Ich habe genug von seinen Störungen. Mit Vergnügen, Holmes. Neue Neville-Brüder! Blitsche, Platsche in der Matsche! Ja, meine lieben Leute, ne? Jetzt haben wir den Bademeister entsorgt. Ich habe gesagt, sie springt nicht vom Becken ran, springt er selber ran, der kleine. Egal, ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, wie das hier weitergeht. Ne, für den Knaben da mal ein bisschen zum Kochen bringen oder wie immer, ich weiß nicht, ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne, liebe Leute, halt, ich war ganz toll, sagt euer Spielkind. Sherlock, Bajitsu, 45. Ciao, ciao.